Dit is program nummer 5, even in Lukas brief. Jyn redne as Johan Dyck. Ek begreis jyn vandag met Johannes eindvers 11. Hy kom no dat zienje, ober die zienje namen am nich ab. Wie waren vandag seinen, wo Jesus dat jenk, as hy trig no Nazareth kom, no dem hy an Galilea zienen deinst ojefangen houd. Vergone week, sag wie, wo de beise fiend an zijn Herrn Jesus versagt. Diese Versicherung wie ein Port von dort, wo Jesus alles darstellen muss, unseren Radar zu werden. Hebräer 4, Vers 15 sagt, wir haben nicht einen höheren Priester, der nicht mit unseren Schwachheiten mitfeilen kann, aber einem, der in allem Krieg zuerst versagt worden als wie, aber er sündigt nicht. Durchwegen kann er uns Verstohlenen helfen, wann wir versagt worden. Als Jesus diese schwere 40 Jahre durchgestanden, verleiht er so tun an. Dann ging er träg nach Galiläa, und dort fängt unsere Geschichte von dir an. In Lukas, Kapitel 4, Vers 14, sagt dort, dass Jesus eine Kraft vom Heiligen Geist nach Galiläa träg ging. Was bedeutet dort? Dort meint, dass Jesus träg ging, ohne dass die Versicherung am ab irgendeinem Weg geschwächt hat. Nee, hij werd dadurch sogar storcher geworden, wie hij innerlich wist, dat hij ganz op zijn vorderziende Sied stond, en dat hij op keine steed ook bloß so veel als een beetje tom Zotun had eingegeeft. Zo is dat ook, wann wie durch Gott seine Kraft in Zotun war erstonen. Wie waren dadurch dan sogar storcher, so dat wie ook dat nächste Mal nicht zu am Ende geven. Wann wie als Kinder Gottes an de Kraft vom Heiligen Geist wandelen, wo wir merken, dass dies jetzt uns Leben fällen wird, wann wir gehorsam sind. Hier sagt es von Jesus, dass er eine Kraft vom Heiligen Geist nach Galiläa trägt. Das meint, er wird voll von diesem Geist. Alles, was er sieht und alles, was er tut, wird vom Heiligen Geist geführt. Hauptsächlich lehrt er alle Wehen in den jüdischen Schulen, wo Synagogen genannt wurden. Wo immer er handscheim, verwunderten und lobten die Menschen am, wie's er mit Verständnis in Leib lehrt und nicht so aus der Schrift gelehrt. Er lehrt an das Wort Gottes, so es dort im Alten Testament abgeschrieben ist. Das gab ja zu der Zeit noch nicht das Neue Testament. Aber nicht bloß, dass Jesus an Lehren, er heilt auch die Kranke. So eine Wort mit beise Jäste besäten werden, möge ganz frei. Kannst du die feststellen, wat van je gewaltige indruk dort op de ganze jaren van Galilea gaf? Jeder einer wil deze nieuwe leraar hören en besonders die wonder zijn in wat hij deed. Zo'n geestelijke kracht had keiner van ihre priesters of schriftgeleerden. Dit gereed van hem had zich wijd verspreid. Ook in zijn voorstad van Nazareth wisten de mensen daarvan. En daar fangt onze geschichte van die al zo recht aan. Ik denk mij, Jesus kam zurück nach Nazareth, seine Eltern und Geschwister zu besuchen. Als er dort war, sagt Vers 16, dass er noch seine Gewohnheit Sabbat nur die Synagoge ging. Dort wird die jüdische Schule, was so wie es ist für uns die Kirche. Dort sagt, dass er abstund zu lesen. In die jüdische Synagogen wird dort Sabbat maud, dass 7 Menschen von der Schrift lesen deiden. Wenn irgendwer von der Schrift lesen will, dann muss er abstohnen und lehren, was die Leiter von der Synagoge an die Freiheit gauf, in dort Port von der Schrift an der Hang gauf, worüt er dann lesen soll. Jesus wird die Schriftrolle von Jesaja geregt. Als er abstund, tschanden die Menschen am bestimmt. Viele wissen auch all von seinen Dienst, wo er in Kapernaum viele Wunder soll gedonen haben. Alle horchten sehr genau no dort, wat hij dann lesen wird. Hij mögt dat Buch op, in Funke steht an Jesaja 61, Vers 1, Bad 2, wo dat geschrieben steht, und dat sagt so, de Geist vom Herrn rührt ab mi, wie's hij mi gewählt haft, de Arme dat Evangelium te predigen, in geschickt, die met een gebrochenen Hort te heilen, de Faust genomen te sein, dat ze free en los sind, in de blinge dat ze zijn in kennen, in die free te loten wat ongedrekt zijn, in u te roepen dat God zijn genodenjoer gekomen is.
Als hij dat geleest had, mocht hij dat boek waar het touw en gaf dem leider dat terug. Dan zag hij zich aan en fing aan te reden. Dat wie zo in de jüdische scholen moed, dat die leraar tom reden zich dol zagen. Dan zei hij, van der is dit schriftwoord ver jüne uren erveld. Dat meint, dat de weerda van den profeet Jesaja, wat hij 700 jaar ver Christus geschreven had, nu in erfelling gingen. Ob het interessant is dat, dat Jezus en de med van een zout ophield te lezen. Wel, vans deze steed in Jesaja nog eenmaal een beetje noda aanchecken. En kapitel 61:2 hiet de vers met deze weerder op. In u te roepen dat God zijn genodenjaar gekomen is, in de dag van God zijn raag. Jezus hier door ober op, wo de reed van genodenjaar is. Alles wat hij wat door te geleest had, wie nu in erfelling gegaan. Ober de dag van God zijn raag, wie nog niet gekomen. Door wen las hij den zouts nicht, wiens hij bloos zo wit lezen wil, als wat zich met zijn komen, wat nu droots erveld houd. De dag van God zijn raag is wat van deel nog niet gekomen. Ober kraakt zo je neef, als God zijn woord zich wat nu erveld haft, wordt zich ook dat laatste poort van Jesaja zijn prophezeiung erfeld. Dan horchten ze alle zeer genijf toe, wat Jezus door even nu zeien wordt. Dan verwonderen we, wo God hij de schrift verstond en wist, wo hij die op zich aanwenden zal. Met zo'n even zeien had nog China te aangereed. Ober aan andere zijde kunnen ze niet begrijpen, dat dit einfache jonge man, wat hier abgewassen weer, nu zal im staan zijn aan te belieren. Dat wir für ein nichtig leben, wat hij nu rots gesagt had. Kun dat zennen, dat dis bekannte junge Mann de Erfüllung van den Prophet Jesaja zine wieder wir, dat hij geschickt wir, de Kranke te heilen, de Gefangene frie te merken, en de Orme dat Evangelium te predigen? Für de meeste wir dat ongelijflich. Vele dachten nog immer an zine Geburt en Herkunft, en seden ze reicht spettisch, erst dit nicht Josef zien sehen? Doormat trekten ze ihren Unglauben uit. Dis uitdruk, es dit nicht Josef zien sehen, bewiest ook, dat de menschen van Nazareth, wat den dag leiden, dat Josef werkelijk Jezus zien voor wir. Ohne Twiebel hadden ze dat nicht geleefd, dat Jezus God zien sehen wir. Ze leiden nog immer, dat Josef en Maria ferm befrien, zich hadden geschlechtlich kennen geleerd, en dat Jezus doorherstaumt. Jezus zei dan in vers 23, Je worden mij bestemd dat spreekwoord verholen, Dokter, heil die zelst. Alles wat je geheerd hebben, wat in Kapernaum passiert is, dat doet ook hier in diene vader staat. Jezus wist, dat dit ihre gedanken even aanbieren. Wann ze werkelijk Jezus zijn wonder hier in Nazareth zagen, wouden ze dan aan am leven, zoals de mensen in Kapernaum? Nee, op geen weg. Jezus wist, dat aan de ene zijde deden ze hem alle bewonderen, aber aan de andere zijde willen ze dat gar niet toestonen, dat Jezus meer weer, als wat ze immer van hem geleefd hadden, hij weer bloos Jozef zien zien. Deze menschen weer niet schierig te zijn of hij werkelijk wonder doen kon, aber niet wils aan dat janker dat te doen wat Jezus aanleert. Weet je, vele mensen zijn van der nog kraakt zo is dan. Ze zijn alle gewissermoten aan God interessiert, ober bloos wat een gewissen punt. Ze hopen om eng van leven geraad te worden, en mochten alle am Himmel dan komen. Waarom God aan zullen zien in Himmel dan loten, weten de meeste mensen niet ganz genau. De meeste weten weinig met God ontvangenen. God post nicht in ihre jederdagse denkenden nennen. Ze kennen God nicht als een persoonlijken vriend, aber als een strenger rechter, voor wem ze jeder dag angst hebben moeten. Wanneer dan op eenmaal weer is, wat behaupten deed, dat hij zich bekeerd heeft, en dat hij weet dat hij een kind Gottes geworden is, dan wordt de mens als überschnaubt betekend. Wanneer die dan wat zegt, dan reden ze kracht zo te dem, als de menschen van Nazareth te Jezus reden deden. Er timer wie immer waren, bewiesen staat, dan wo wie door ongeleven. Dat wie ook,
wat die Schriftgelehrte immer waren sehen, aber in Wirklichkeit wollen sie gar nicht an ihm leben. Sie wollen bloß ihr Nische stellen. Jesus wist aber ganz kreit, wat die Menschen alle dachten, wie es hei in ihre Horten nennchecken kon. Hei kann auch in dien Hort nennchecken. Hei weet ganz kreit, wo du nu groots denkend ist. Vielleicht meinst du, dat hält sich am Licht, aber dat tijd nicht. Hij wordt jaren de mensen van Nazareth hebben aangenomen en ihre levens veranderd, wann ze bloos gewollt hadden, aber ze hielden leiber en ihren Unglauben vast. Ze wollen nicht toegeven, dat dis mensch, dem ze immer für gering geacht hadden, werkelijk Gott zijn Sehen sammen kon. Jezus wordt ook jaren die als zijn Kind aannemen en die dat uit je leven toespreken, aber du deist die door jen wehren. Du geliefst dat ook nicht. Dat einer nu al in diesem Leben soll weiten kennen, of einer in um Himmel geht oder nicht. Dort ist Unglauben an Gott sein Wort. Der Unglauben ist die Sind, wat uns uit dem Himmel wird rüthauen. Dann seht ihr zu den Menschen in der Synagoge diese Beispiel. Wahrlich, ich sage jünd, kein Prophet ist in seine Vorderstadt angenehm. Mit Wahrheit sage ich jünd, dort gauf in die Tiet von Elias viel Wetfrühes in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschloten wär, so dort eine graute Hungersnot über das ganze Land kam. Und nur keine von dieser ward Elias geschickt, als nur eine Wetfrüh in Sarepta in Sidon. Da wär noch in Israel zu die Tiet von Elisa den Prophet viel Utsatzje, in keine von dei ward gereinigt büter Nahemon von Syrien. Als sie dort hielden, wurden sie alle mit Wut gepackt. Warum würden wir vielleicht frieren? Wo kon ihre Meinung sich so hastig ändern? In Stoßje vorher hatten sie am noch bewundert. Und nu wären sie alle rietend doll. Wat wir du an diese Weder, wat an so sehr oiert? Als Jesus das Sprechwort brockt, über den Prophet, wat in seine Vorderstadt nicht geacht wird, meint er damit die Einstellung von den Menschen von Nazareth. Die deiden ihm auch nicht achten, wann sie auch wüssten, dass er ein Büter geweinlicher Prophet wäre. Wort an so sei er ohrert wie die 2 Beispiele, was Jesus anführt von der Zeit von Elia und von Elisa. Beide wären jüdische Propheten, und so würde einer gedacht haben, sie würden doch besonders mag die Juden ihre Wunder gedohnt haben, aber das wäre nicht so. Die einzige, was sie halten, wären nicht einmal Juden, aber Heiden. Die Wetfrüh von Sarepta, wir von Sidonien, und die Hauptmann Nahemon, wir von Syrien. Was dit meint, wir für die Menschen in Nazareth sehr klar. In anderer Wert sieht Jesus damit, er wird eier so eine Menschen helfen, in Verantwortung daunen, was sich gering und schuldig fühlen, leider, aus so eine, die Nische zu stellen, was mit sich ganz zufrieden sind, und ab andere raufchecken. Jesus sieht ihr mal, ich sie nicht für die Gesunde gekommen, aber für die Kranke. Ab keinen Weg wären die Menschen von Nazareth reit, sich zu demütigen, in Tote stonen, dass sie Jesus seine Halt brückten. Sie wären bloß nie schierig, wort nier zu seinen, aber innerlich wollen sie nicht taugeben, dass ihre Meinung über Jesus erreicht gewasst wär. Und es steht ihre Schuldigkeit an zu seinen, deiden sie dort, wat viele Menschen dann leiden daunen. Sie werden rieten doll. Vers 29 sagt, dass sie alle abstunden in Dreiven an uit de Stadt rüht. Nazareth steht ab en höherer Burg, und da an der eine sieht, hat die Burg eine sehr steile Kant, meist so ein Aufgrund. Hier wollen sie dann uit Wut Jesus raufschmieten. Das gelegt dann aber nicht. Die Haar fiel das so, dass das so ein großer Türchen untergauf, dass Jesus durch ihre Mäd durchging, ohne dass sie dort anwarten. Und so verleiht Jesus seine Vorderstadt, wo er abgewassen wird. Wir können von dit Begebnis sehr viel lernen. Und viele Wege sind die Mennoniten sehr sauste Juden zu Jesus seine Tiet. Kriegt so es die, haben wir unseren Fasten glauben, was unsere Eltern und unsere Prediger uns beigebracht haben. Wir leben daran, dass dit der rechte Glauben ist. Kriegt so es wie die Juden, ist die Glauben von vielen Mennoniten kein lebender Glauben mehr. Vielleicht ist ihr Glauben meistens bloß eine lange Reihe Regeln, die sie beachten sollen.
Wann sie dort daunen, dann hoben sie dadurch, Gott zufrieden zu stellen. Die Juden dachten, dort will sie jüdisch geboren werden, während sie dadurch Gott seine ausgewählte Menschen mit denen ganz zufrieden wären. Ist das nicht wie viele von unseren Mennoniten kracht so? Wills wie Menno Siemens aus unseren Vierfuder haben, leben viele Mennoniten, dort Gott an fair andere Viertrache wird. Aber nichts kann wieder von der Wahrheit sein. Gott nimmt keine Juden an, weil sie jüdisch geboren werden. Kracht so nimmt er keine Mennoniten an, weil sie mennonitisch geboren sind. Denke mal an die Beispiel, was Jesus den Menschen in Nazareth gab. Gott nahm eier der Heiden an, wort nur am Sachten, aus die Juden, wort er dachten, Gott würde an vertragen. Die meisten Juden in Jesus in der Zeit hatten keinen lebenden Glauben mehr. Sie hatten bloß noch die bittere Schal von einem Glauben. Mit lebenden Glauben meine ich ein Glauben, wort uns nie das Leben bringt, nicht bloß eine Form, wort für uns innerlich wenig bedient. Das kann sein, dass du von dir meine Stimme hörst, und du deist die ganz dort abspätzen, dort Gott die Durchwehen annehmen wird, willst du die Reilen von deiner Gemeinde noch kämpfst. Du hast vielleicht deinen Schädel abstohlen, bist nicht so, als die weltliche Menschen wird abgumfahren. Ich will dir ganz klar sagen, dort die dit ab keinen Weg für Gott annehmen wird. Gott nimmt uns bloß durch Jesus Christus sein Blut an, wenn wir leben, dort sein Blut unsere Sünden weichwascht. Nicht andere talt für Gott. Vielleicht stellst du die dort ab, dort du die alle Kleidermoden anhältst, oder dort du nicht den weltlichen Droht in dein Hüß hast. Dono wird der Herr die am letzten Tag auch nicht frören, aber leiber, was hast du mit Jesus, seinen Sehen getan? Hast du die ab deine jene Worte verloren, wodurch du hobst seilig geworden? Ob du einen Schädel ab Stuhl forscht, in an dein Hüß nicht den weltlichen Droht hast, wird die kein kleines Bettchen halben im Himmel nennt zu kommen. Jesus sein Blut in seine Gerechtigkeit mit mir tau geschrieben worden, am seilig zu worden. Dort jet bloß durch meinen persönlichen Glauben an ihn. Nicht andret reicht tau unsere Seiligkeit bei. Vielleicht ist das unbekannt, was ich groß gesagt habe. Denk doch eben mal noch. Das kann für die auch dort Gnadenjahr sein, kracht so Jesus den Menschen von Nazareth dort anbaut. Dort Gnadenjahr ist bot von der noch nicht aufgerannt. Solange als du noch lebst, steht Jesus in Gnadenreit, die anzunehmen. Er wird jeren die Menschen in Nazareth han angenommen, wenn sie an ihm geleift haben. Sie wollen dort aber nicht. In der Stadt werden sie grülich doll und wollen Jesus Leibe aus dem Stich schaffen. Dort kann wirklich sein, dass du die auch darüber erst, was ich von dir gesagt habe. Aber denk daran, ich habe bloß dort gesagt, was Gott sein Wort lehrt. Kann das sein, dass der Beise Feind deine Ohren so verblendet hat, dass du die Wahrheit nicht begriffen kannst? Wie die Juden an Jesus seine Zeit, wie das so. Sie deiden ihre Horten verstocken und sagten Leiber, wo sie Jesus können über die Zeit bringen. Tu dort nicht so. Lot den Geist Gottes für dir zu dir reden. Sei Jesus, dass du sein Heil brauchst. Bekehre am deine Sünden und werde am, dass er die in seine Not aus sein Kind annimmt. Wenn du dort wirst, kannst du dit Gebet noch beten. Lieber Herr, wie han von dir gesehen, wo du in Nazareth behandelt warst? Mir der dat leid, dat ich auch wirken so denk, aus den Menschen von Nazareth. Verjaff meinen Unglauben, und dort ich mich so lang, ob dort anreichte, gestört habe. Ich nehme die, Herr Jesus, nu aus meinen Rade an. Ich merke die mein Hort ob in Bett, dat du nennst. Ich danke dir, dass du das getan hast. Amen. Wann je noch Fragen han, über dort, was je ab dit Programm gehört han, meine Telefonnummer ist 205-356-0523. Ich wünsche dir allen eine gute Wirt. Auf Wiedersehen.